Okay, bist du bereit, Cedric? Mittlerweile bin ich mir auch nicht mehr so sicher, ob ich das wirklich machen will. Nun, jetzt ist es zu spät. 3, 2, 1. Cedric, du hast heute schon wieder nicht den Abwasch rausgebracht. Oh nein, jetzt habe ich schon wieder einen Albtraum vor dieser komischen... Ah! Oh Gott, ist es real? Nein, nicht real. Die Kartoffeln schmecken da immer so richtig madig. Geh lieber zu Lidl. Und wenn du schon dabei bist, dann kannst du auch endlich mal den Abwasch machen. Ah, ja, ja, natürlich. Zu Befehl, Sir. Ich werde alles machen, was du möchtest. Oh Gott, Leute, es wird Zeit. Wir müssen die Flucht ergreifen, wir müssen die Flucht ergreifen. Ich muss raus hier. Ah, hallo, Simon. Ah! Hey, Cedric, wie geht's dir heute? Oha, Cedric kann fliegen. Nein, kann ich eigentlich nicht. Au! Oh. Hoppla, sorry. Ist egal. Ist alles nicht so schlimm, wie mit Simone rumzuhängen. Oh Mann, wir müssen ganz schnell zum Einkaufsladen. Denn wenn ich zu spät komme, dann wird es zu Hause wieder richtig Ärger geben. Oh Mann, Cedric. Also wenn sie wirklich immer so streng zu dir ist, hast du nicht vielleicht mal darüber nachgedacht, sie vielleicht zu verlassen oder so? Nein, das ist unmöglich. Hä, wieso denn? Bitte? Hat dir jemand was von verlassen gesagt? Sie sieht alles. Sie hört alles. Und sie riecht alles. Aber sie riecht... Cedric, warum bist du immer noch hier und nicht beim Lidl. Oh, ich hoffe, das Ganze ist nicht wirklich real. Nein, Cedric, nicht real, sondern Lidl. Schnell weg hier. Oh Gott, Simon, komm mit, Simon, komm mit. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Wir müssen dir ganz dringend Blumen oder sowas besorgen. Oh Gott, ich glaube, dass sie nicht hinterherkommt. Sie hat nämlich sehr, sehr kurze Beine, musst du wissen. Ich krieg dich noch. Oh Mann, Gott sei Dank, wir sind sie für heute losgeworden. Vielleicht haben wir Glück und sie wird sich in ungefähr 20 Stunden wieder vollständig beruhigt haben. Oder nur zur Hälfte. Oder vielleicht auch gar nicht. Ich bin mir ehrlich gesagt gar nicht mal so sicher. Das ist ganz schön ärgerlich, Cedric. Aber du wirst ja weg von ihr, oder? Ach, wenn ich ehrlich bin, ja, möchte ich schon lange. Aber ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, wie ich das sagen soll. Oh, Cedric, hättest du mich nur früher um Hilfe gebeten? Ich habe eine perfekte Idee. Okay, also lass mal hören. Ich könnte dich einfach mit dem Auto überfahren und dann... Nein, diese Idee gefällt mir jetzt schon nicht. Lass lieber zum Lidl laufen und... Nein, Cedric, du hörst nicht richtig hin. Ich könnte so tun, als würde ich dich mit dem Auto überfahren, wobei die echte Variante witziger wäre, zumindest für mich. Und du könntest so tun, als ob du dein Gedächtnis verloren hättest und nicht mehr wissen würdest, wer das ist. Und dann wird sie dich auf gar keinen Fall weiterhin behalten wollen. Wow, das ist ein super toller Plan. Abgesehen davon, mich mit dem Auto zu überfahren, das finde ich gar nicht mal so gut. Aber wie willst du sowas denn bitte umsetzen? Excuse, guten Tag, willkommen bei Real. Bei Real? For real jetzt? War hier nicht mal der Lidl? Oh, Lidl. Oh nein, Lidl nicht so gut. Wir haben Laden verkauft und jetzt ist es real. Es gibt keine Lidl mehr in Brookhaven. Oh nein, ich bin tot. Also wenn du mich fragst, siehst du aber noch ziemlich lebendig aus. Aber du wärst tot, wenn ich dich mit dem Auto überfahre. Kannst du bitte mal aufhören, darüber zu reden, wie du mich mit einem Auto überfahren würdest? Das finde ich ziemlich komisch. Das macht mir irgendwie den Eindruck, was... Ja, okay, ignorieren wir einfach mal, dass das gerade passiert ist. Auf jeden Fall, wie sieht dieser Plan in der Praxis aus? Komm mit, ich zeig's dir. Also, so wie ich das im Kopf hatte, funktioniert das jetzt ganz einfach. Ja, aber Moment mal ganz kurz, wolltest du nicht nur so tun, als würdest du mich überfahren? Ach, aber Cedric, es muss doch auch echt aussehen. Muss es das wirklich? Kann ich nicht einfach so tun, als hätte ich irgendwie, keine Ahnung, einen Wurm gegessen und habe dadurch mein Gedächtnis verloren? Aber das macht doch überhaupt keinen Spaß. Ich würde sagen, los geht's. 3, 2, 1. Oh Gott, das hat sich aber ganz schön echt angefühlt. Hallo, bleibst du mal hier? Oh nein, was hier für eine Skandale. Oh, danke, dass du mich zum Krankenhaus bringst. Irgendjemand hatte seine Müll auf die Straße fallen lassen. Was für eine Umweltverschmutzung. Was? Das ist das dein Ernst? Wo habe ich ihn nur hingeschleudert? Aua! Ich habe irgendwas gehört. Autsch! Mann, ich bin hier unten. Siehst du das denn nicht? Oh, da bist du ja. Perfekt. Das heißt, ich muss mich jetzt ganz kurz in einen Arzt verwandeln. Und zack, ich bin ein super toller Arzt. Und jetzt bringen wir dich ins Krankenhaus. Also je mehr ich darüber nachdenke, habe ich irgendwie das Gefühl, dass das mit dem Überfahren doch ziemlich unnötig war, oder nicht? Ja, war es schon ein bisschen, aber es hat Spaß gemacht. Oh Mann, ey. Hallo, ist da Simone? Ja, was ist denn los? Ist das Cedric? Ich hoffe, du hast meine Lieblingsnudeln bei Lidl gefunden, ansonsten gibt es ziemlich Ärger. Nein, es ist etwas wirklich Furchtbares passiert. Sag bloß, hat er etwa keine Eier mehr gefunden? Was? Nein. Na Gott sei Dank, dann ist ja alles gut. Nein, es ist sehr viel ernster als das. Er wurde von einem LKW überfahren und hat sich sehr, sehr schwer verletzt. Ach naja, wenn es nichts weiter ist. Und er hat sein ganzes Gedächtnis verloren. Was? Das heißt, er hat die Einkaufsliste vergessen? Ich komme sofort vorbei. Hat es funktioniert? Naja, könnte man so sagen. Also wie hier in meiner Track My Wife App steht, sollte sie gleich da sein und zwar in genau 3. Was ist denn los mit ihm? Oh Gott, jetzt heißt es hauptsächlich realistisch rüberkommen. Was haben wir für einen Tag.
Tag heute. Was ist da eigentlich ein Tag? Um Himmels Willen, was ist denn mit ihm los? Nun ja, er hat sein gesamtes Gedächtnis verloren, wie ich schon sagte. Er weiß gar nicht mehr, wer ich bin. Aber er kennt dich doch gar nicht. Ach ja, ich meine, er hat auch vergessen, wer du bist. Was? Hey, Moment mal ganz kurz. Bist du nicht dieser Freund von Cedric? Was? Nein, ich bin doch nicht Simon. Ich bin, Nomis. Habe ich nur das Gefühl oder bist du dafür verantwortlich, dass es meinem Schatz so schlecht geht? Das ist nur ein Gefühl. Ah! Cedric, ich werde dir nie wieder einen Gefallen tun. Ja, vielen Dank auch für den Gefallen. Oh Mann, ey. Also gut, nicht vergessen, ich muss überzeugend wirken. Was machst du denn da, Cedric? Ich habe vergessen, wie man läuft. Oh Mann, vielen Dank, dass Sie mir geholfen haben, Frau Doktor. Frau Doktor? Aber ich bin doch kein Doktor, ich bin deine Frau, Cedric. Meine Frau, Cedric? Wer ist meine Frau, Cedric? Nein, du bist Cedric und ich bin deine Frau. Ganz logisch, du solltest heute für mich einkaufen gehen. Und das hast du mal wieder nicht hinbekommen, weil du dich viel lieber von einem Auto überfahren lässt, als deine Arbeit zu machen. Hm. Was bedeutet denn Arbeit? Und was soll ich denn da machen? Was heißt einkaufen? Naja gut, ich würde trotzdem sagen, ich werde mal diese köstlich aussehende Pflanze essen. Die schmeckt sicher super gut. Hm. Nein, Cedric, das ist ein Kaktus. Was bedeutet das? Ah, au, 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 au. Oh, Mann, mein Gesicht ist stachelig geworden. Oh Mann. Mann, das kann ja was werden. Wow, das Fernsehen ist so cool. Mann, der Typ hat wirklich nur Brot in der Birne. Es gibt nur einen einzigen Menschen, der jetzt helfen kann. Hey, kannst du aus dem Bild gehen? Ich will dieses komische weiß-schwarze Viech sehen. Es ist wirklich ernst. Ich kenne da ganz genau den Richtigen dafür. Hallo, spricht der Dr. Jason? Ja, hier spricht Professor Dr. 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 Jason. Pädagoge für vergessliche Ehemänner, die Cedric heißen. Was für ein Zufall. Das ist genau das, was ich gerade brauche. Obwohl, eine Sekunde, bleiben Sie kurz dran. Schatz? Ja, was ist denn los? Heißt du eigentlich Cedric? Ich habe absolut keine Ahnung. Naja, wird schon stimmen. Ja, auf jeden Fall haben wir hier einen Fall für Sie. Ein Fall? Perfekt. Ich komme sofort. Okay, alles klar. Wie lange werden Sie ungefähr brauchen, um... Ich bin schon da. Was? Oh, Sie sind aber ganz schön schnell, Herr Doktor, 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 Doktor. Alles gut. Meine Freunde dürfen mich auch Doktor, 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 Doktor nennen. Was? Oh mein Gott, das ist Doktor, 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 Doktor. Jason, der Pädagoge für vergessliche Ehemänner, die Cedric heißen. Oh Gott, er wird meinem Plan auf die Schliche kommen. Ich muss einfach nur so tun, als hätte ich keine Ahnung. Hallo, wie geht's dir? Okay, Herr Cedric, wir machen ein paar Tests. Setzen Sie sich erstmal hin. Okay. Das kriege ich mit Sicherheit hin. So, ich habe fertig. Das ist doch richtig, oder? Ja, nein, Sie müssen auf mich schauen. Das wäre von Vorteil. Na schön, gut, dann jetzt gucke ich auf dich. Alles klar, was wollen wir machen? Also, das Erste, was wir jetzt erstmal machen werden, ist, ich werde Ihnen einige Objekte zeigen, die in Ihrem Leben vertreten waren, um Sie zurück an die Zeit zu erinnern. Oh, wow, wie diese Fliege da oben. Okay. Zum Beispiel, oder dieses Buch. Mit was verbinden Sie dieses Buch? Oh, verdammt, mein altes Matheheft. Das ist doch ganz eindeutig ein Dingens, mit dem man sich die Nase putzt, richtig? Oh, ja, genau, richtig. Ich glaube, das funktioniert nicht so richtig, wie ich mir das vorgestellt habe. Okay, alles klar. Nächster Gegenstand. Also, was haben wir hier? Das. Oh, das kenne ich natürlich ganz logisch. Das ist ein Laser. Ein Laser. Okay. Ein Laser, mit dem kann man ganz viele böse Sachen machen, wie zum Beispiel meine Frau. Hä? Wo bin ich denn jetzt gelandet? Ich bin durch den Boden gefallen. Wow. Kommen Sie die Treppen wieder hoch, Cedric? Achso, okay, na gut. Wow, ich bin wieder oben. Ich kann fliegen, glaube ich. Oder? Na gut, das, okay. Wetter her, das sind Treppen. Das, ja? Okay, ich verstehe es schon. Was sehen Sie hier? Ganz einfache Sache. Das ist was zu essen. Lecker. Das ist mein Plüschtier. Niemand darf das essen. Okay. Stop. Okay, kommen wir zum letzten Gegenstand. Was ist das hier? Das sind... Pringles! Pringles! Ich liebe Pringles. Das ist meine absolute Lieblingssorte. Oh Gott, für diesen Satz muss ich mir zweimal ein Buch in den Kopf hauen. Okay, das habe ich verdient. Die Ergebnisse sind da. Die sind, besonders. Besonders gut, hoffe ich doch. Nein, eigentlich nicht. Oh, na gut. Egal, kommen wir zum nächsten Test. Wir machen heute einen Schwimmkurs. Ein Schwimmkurs? Sehe ich so aus, als ob ich nicht schwimmen könnte? Ja. Oh.
Cedric, bist du fertig? Aber natürlich, ich habe mich nur ganz kurz umgezogen. Ah! Ich glaube, da ist irgendwas nicht richtig. Ja, egal. Was? Ich verstehe nicht, was du meinst. Gut, egal. Können wir schwimmen gehen? Ja, natürlich können wir das. Okay, was genau soll ich denn bitte machen? Okay, Cedric, machen wir das jetzt einfach mal nach, okay? Ich zeig dir, was du tun musst. Okay. Also, das erste machst du so, so. Ja. So, ja. Bisschen den hier, bisschen also, den. Wuhu. Herr Doktor, 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 Doktor Jess. Wow. Also, yo. Du bist ja richtig hochgeflogen. Wie cool war das denn? Du bist ja wirklich ein richtig guter Turmspringer. Und das soll ich nachmachen? Ja, genau. Okay. Ich krieg das auf jeden Fall hin. Das Wasser und ich sind eins. Ouch. Oh mein Gott. Wow, das war ja mal super cool. Habe ich das richtig gemacht? Ich habe ehrlich gesagt noch nie so eine gute Leistung gesehen. Ja, krass, ne? Wow. Ja, okay. Aber nächstes Mal solltest du vielleicht versuchen, im Wasser zu landen. Also, lieber Herr Doktor, 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 Jace. Pädagoge für vergessliche Ehemänner, die Cedric heißen. Was ist Ihre Diagnose? Also, die Werte haben ergeben, okay, Cedric mag keine Zwiebeln. Ist allergisch auf Erdnüsse, mag Pringles und er hat sein Gedächtnis wirklich verloren. Nein, das ist ja furchtbar. Oh Gott, das bedeutet, ich muss mich von ihm trennen. Ja, ja, ich hab's geschafft. Meine Frau glaubt, dass ich mein Gedächtnis verloren habe. Ich bin der Beste, ich bin der Beste und ich bin endlich frei und muss nicht mehr bei Real einkaufen gehen, bei Lidl. Moment mal ganz kurz. Ups. Na, warte, Cedric, du wirst was erleben. Kommt schon, Leute, ich hab mir so viel Mühe gegeben. Oh Mann. Na gut, ich würde trotzdem sagen, liebe Freunde, das war's mit der heutigen Folge Roblox Begeben. Lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben und einen Abo auf den Kanal, um keine Videos zu verpassen. Haut rein und ciao!